Was geht ab, Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video sprechen wir über Trias, denn vor einigen Stunden kamen dort Updates heraus, die sehr, sehr viele von uns sehr erfreuen werden. Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. Heute um 17 Uhr kommt das eigentliche Video von heute online über Shrapnel, was auch sehr, sehr interessant sein wird. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Aber als ich mit dem Video fertig war, habe ich gesehen, dass es Neuigkeiten zu Trias gibt. Und über Trias haben wir hier auf diesem Kanal ja auch schon einige Male gesprochen und das letzte Mal vor 2 Monaten. Und ich wurde sowieso von euch gebeten, ein neues Update mal langsam über Trias zu machen. Aber bisher gab es eigentlich gar nichts Neues über Trias zu teilen, bis jetzt gerade. Weshalb ich jetzt gerade mich dazu entschieden habe, dieses Video hier aufzunehmen, weil Trias gerade absolut crazy am Pumpen ist. Wir haben hier 19% innerhalb von 24 Stunden und wir sehen hier, das Ganze verhielt sich die ganze Zeit seitwärts und hier vor einigen Stunden von $3,41 auf jetzt aktuell $4,15, Tendenz steigend. Woran liegt das? Es liegt an diesem Tweet, denn es kam endlich mal wieder ein Update heraus seitens Trias und hier vom CEO selbst und hier ist endlich für Klarheit gesorgt worden, was es mit den ganzen Ethereum-Einzahlungen auf sich hat, dass es da eine Lösung gibt und vor allem gibt es jetzt ein offizielles Datum zum Launch des Mainnets. Und da hat nämlich Angban Ruan, der CEO von Trias, einen Brief an die Trias-Community geschrieben. Ich habe das Ganze hier auch direkt mal übersetzt und auch die wichtigsten Dinge hier gehighlightet, die wir jetzt mal in diesem kurzen Update-Video durchgehen. Erstmal sagt hier Angban, dass er sich jetzt auch viel mehr wieder zur Community hinbewegen möchte und einfach viel mehr Zeit auch mit der Community verbringen will. Bisher war es ja auch immer so, dass viele AMAs gemacht worden sind und Trias ist auch ein Projekt, welches immer Updates herausbringt und erst macht, bevor sie reden. Deswegen ist so ein Update hier auch super, super bullish, weil sie tun, bevor sie reden. Ähnlich wie zum Beispiel auch VRA. Und hier schreibt er nämlich auch, dass Trias jetzt ein neues Kapitel in seiner Entwicklung aufschlägt und sich das Projekt seit der Gründung in Bezug auf die Entwicklung stark auf einem Aufwärtstrend befindet. Und das Ganze sieht man ja auch hier anhand des Charts. Und lustigerweise kommt nachher im 17 Uhr Video ebenfalls Trias vor, als Beispiel, dass damals solche News halt dafür gesorgt haben, dass es halt diesen Dip damals gab im September, den man hier sieht. Ja, und solche guten News haben dafür gesorgt, dass wir hier wirklich schlagartig wieder nach oben gehen. Und das Ganze sieht man natürlich, dass sich das Projekt Roundabout sehr stark weiterentwickelt. Ja, auch preislich gesehen in einem Jahr sind wir hier im Plus bei 112%, also absolut positiv. Und wenn wir uns hier nochmal den Artikel weiter anschauen, steht auch hier, dass Trias zu den Projekten gehört, die jetzt nicht unbedingt von Hype geprägt sind. Ja, wenn man sich mal andere Projekte anschaut, die werden halt durch Hype extrem gepumpt. Bei Trias ist es so, die haben ihre Technologie, die sind sehr, sehr trocken, was die Anwendung angeht und die Community, aber sie liefern ab. Und hier sieht man einfach, sie liefern wieder ab. Denn deren Ziel ist es, Ergebnisse zu liefern und vor allem echte Ergebnisse zu liefern, statt leerer Versprechungen. Und es ist Teil unserer Gesamtvision, tatsächlich etwas in der Welt zu bewirken, da es uns nicht darum geht, Aufmerksamkeit ohne Inhalt zu erregen, sondern vielmehr darum, dass unsere Arbeit zum richtigen Zeitpunkt für sich selbst spricht. Ziemlich cooler Satz, den hier Angban sagt. Und das zeigt einfach, dass hier wirklich eine Vision hintersteckt, wirklich das Big Picture zu erschaffen und nicht einfach kurzfristig irgendwie Hype mitzunehmen, Geld einzusammeln und dann Rugpull oder so zu machen. Ja, so. Und wenn wir hier mal auf die entscheidenden Updates eingehen, die auch dafür gesorgt haben, dass wir jetzt hier gerade diesen Push erlebt haben nach oben, ist es zum einen, dass das Trias Main Update ist es zum einen, dass das Trias Mainnet jetzt demnächst an den Start geht und zwar nächsten Monat. Denn sie haben sich dazu entschieden, den Fortschritt seitens des Mainnets zu beschleunigen und das Trias Mainnet im Voraus zu aktualisieren. Und das Ganze ist natürlich ein revolutionärer Schritt im Entwicklungszyklus des Projekts. Und vor allem gibt es dadurch dann auch die Möglichkeit, dass Trias ja auch das eigene Netzwerk nutzen kann. Aktuell noch Ethereum, Binance Smart Chain. Ab dem Zeitpunkt des Starts des Mainnets kann Trias dann auch über Trias selbst laufen, was natürlich dann auch super positiv ist für den gesamten Verlauf
des Projekts als solches. Und hier steht es auch, wenn alles gut geht, planen wir das Mainnet im Dezember zu aktualisieren und in Betrieb zu nehmen. Das heißt, nächsten Monat wird sehr, sehr interessant für Trias und da kann ich jetzt an der Stelle auch schon mal sagen, es wird nächsten Monat garantiert ein neues Update-Video zu Trias geben, spätestens wenn das Mainnet online ist und nicht nur das Mainnet, sondern auch eine neue Homepage. Denn sie wollen die ganze Website und das ganze Branding nach außen komplett neu aufbauen. Für diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen und auch schon länger in VRA investiert sind, da war es auch so. Es gab ein Rebrand und auf einmal gab es ein ganz, ganz anderes Image und eine ganz, ganz andere Außenwahrnehmung seitens VRA. Und ich bin sehr gespannt, wie sich Trias hier etablieren wird und wie das neue Branding dann aussehen wird. Und mit dem Start des Mainnets wird es halt auch eine neue Website geben und eine aktualisierte Marke und ein neues Image für Trias, welche den Höhepunkt unserer Bemühungen darstellen und den Fortschritt unseres Ökosystems demonstrieren. Ziemlich cooler Satz und zeigt halt auch wirklich, dass sie hier diese Marke groß aufbauen wollen. Und das bleibt natürlich spannend, wie sich das dann auch verhalten wird und was da dann auch passiert. Jetzt kommt aber noch ein wichtiges Update für all diejenigen, die aktuell auf der Ethereum-Chain ihre Trias haben oder bei gewissen Börsen, wo es nicht möglich ist, über die Binance Smart Chain auszuzahlen, weil bei KuCoin kam ja dieser ST-Tag, der dann auch dafür gesorgt hat, dass halt hier damals im September dieser Crash stattgefunden hat, wo gesagt wird, Trias wird gedelistet von KuCoin. Da hat natürlich Trias auch mit KuCoin viele Gespräche geführt, aber nicht nur mit KuCoin, sondern auch mit anderen Börsen. Hier nochmal ganz, ganz klar geschrieben, bitte beachten Sie, dass diese Situation nicht auf ein grundlegendes Problem innerhalb des Projekts zurückzuführen ist, sondern eher auf notwendige Anpassungen, die die Zusammenarbeit mehrerer Parteien erforderten. Und vor allem, dass, wenn das Mainnet dann online ist, sowieso das Ganze der Vergangenheit angehört, weil dann alles über das Trias Mainnet laufen kann und halt nicht mehr über die Ethereum-Chain. Das heißt, darüber kann man dann das Ganze ganz normal wieder auszahlen und die Coins dann auch auf die eigene Wallet ziehen und über das Mainnet darüber verfügen. Ich bin mir aber sicher, dass sehr, sehr viele Leute sich jetzt gerade freuen, dass der Kurs so extrem nach oben geht und sie eben nicht die Möglichkeit hatten, ihre Coins von der Börse runterzuholen, sondern hier halt die Möglichkeit jetzt da ist, diese Profite halt mitzunehmen. Und hier steht es auch, bei Bitmart sollen die Deposits wahrscheinlich am 8. Dezember wieder eröffnet werden und bei KuCoin ist das Ganze jetzt gerade noch in der Schwebe. Das Ganze wird noch evaluiert, wann das Ganze dann eröffnet wird. Aber auch da nochmal gesagt, wenn nächsten Monat dann das Mainnet online geht, ist das sowieso Vergangenheit und es hat gar nicht mehr zu interessieren, dass das Ganze über Ethereum läuft, weil die meisten dann sowieso Trias als solches verwenden werden. Und hier steht es auch, der gesamte Fortschritt des Problems ist zu 90% abgeschlossen, wobei einige letzte Details noch ausgearbeitet werden müssen. Und hier unten stehen auch noch so ein paar Updates allgemein zum gesamten Ökosystem. Die wichtigsten Updates waren aber diese, weshalb ich jetzt hier mal dieses Notfall-Update oder spontane Update-Video aufgenommen habe, um euch da natürlich dann auch drüber zu informieren. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, ja, Trias pumpt jetzt gerade extrem und wir haben fast alle Token im Umlauf. Nächsten Monat kommt das Mainnet, nächsten Monat kommt ein komplettes Rebrand. Also wir können auf jeden Fall bullish sein und ich bin mir sicher, dass der Dezember sehr, sehr positiv sein wird für Trias und damit dann auch der Grundstein gelegt wird für ein sehr erfolgreiches 2024. Schreibt mir mal in die Kommentare eure Meinung zu Trias. Habt ihr damals eure Trias verkauft, als dieser Dip oder Crash da war? Oder habt ihr gesagt, Diamond Hands, ich stehe hinter diesem Projekt und ich bleibe wirklich dabei. Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, um den Algorithmus zu pushen. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Wie gesagt, nachher 17 Uhr noch ein Update-Video zu Shrapnel, das auf jeden Fall auch nicht verpassen. Und wenn du allgemein Bock hast, jetzt noch einige weitere Videos anzuschauen, kannst du dir einmal hier das letzte Video angucken, was ich hochgeladen habe und einmal hier die ganze Playlist zu Trias. Das war's auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns gleich um 17 Uhr wieder. Peace. Ciao, ciao.